Wir demonstrieren für den Frieden und sind natürlich happy. Das und mehr jetzt im Soundflow. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des täglichen Musikfrühstücksfernsehen hier auf YouTube. Mein Name ist Klaus Kauker und ich übe Gitarre jeden Tag und seit knapp 300 Tagen. Die Uhr läuft so langsam ab und das Jubiläum steht an. Es gibt einige Überraschungen für euch, ihr könnt euch schon mal gefasst machen. Ich bin auch sehr überrascht, weil ich echt nicht weiß, was mein Gitarrenlehrer mir so mitbringen wird. Wir sind alle ein bisschen gespannt. Warum sind wir denn auch happy? Was habe ich gerade gesagt? Ich hatte gerade Lust, mal eine neue Karaoke-Version hier auszuprobieren. Mango Jerry in the Summertime. Und damit fangen wir mal an. Mal gucken, was das gibt. Vielleicht doch nochmal ein anderer Sound, oder? Ah, ist okay. Und. War das schön. Also, ist noch gar nicht vorbei, sehe ich gerade, aber mir reicht es definitiv. Nicht, weil mich der Song nerven würde, sondern eher, weil ich merke, dass es in der Melodie schon gewisse Teile gibt, die mir schwerfallen. Das hier ist kein Problem. Kann man sogar nur als Hammer on hier diese Seite spielen. Vielleicht einfach, weil der Sound so stark komprimiert ist. So, und das ist schwierig. Hier den Grundton und nicht da. Das ist, glaube ich, einfacher. Ja, das geht besser. Okay, gar nicht mal so übel. Ich glaube, das reicht so zur Einstimmung. Ich werde heute auf jeden Fall auch noch den einen Kommentar vorlesen, zu dem ich gestern nicht gekommen bin. Das tat mir übrigens sehr leid, dass ich so plötzlich abbrechen musste. Das soll nicht der Regelfall werden, auf keinen Fall.
Aber ich habe gerade gesehen, mittlerweile sind diese Rechner ja so toll, dass selbst wenn man die ausmacht und wieder anmacht und den Browser wieder neu öffnet, dass dann die Videoseite wieder auftaucht und zwar auch genau an der Position, wo ich auf Pause gedrückt habe. Das alleine ist auch schon mal ein Applaus wert. Aber auf jeden Fall kann ich ab jetzt direkt einfach von hier wieder anfangen und es noch zu Ende bringen, weil, hey, das sind nur noch 8 Minuten. Ich glaube, das ziehe ich mal eben durch. Bevor wir loslegen, noch einmal kurz checken, was ich hier eigentlich spielen muss. Das war einmal dieser Akkord. Letztendlich irgendwie auch nur ein Barré-Griff. Wenn ich Lust habe, kann ich hier noch diese Terz spielen. Aber irgendwie glaube ich. Verzichte ich auf die Terz. Na, ein bisschen schimmert sie durch. Müsste ich vielleicht mal ein bisschen üben. Und das andere war, glaube ich, einfach irgendwo so ein Barré, ne? Und da waren ganz lustige Figuren. Kann ich, glaube ich, alle nicht mehr so ganz toll, aber wir versuchen einfach mal mittendrin irgendwie anzusetzen. Ja, das klappt jetzt natürlich nicht, war ja logisch. So, wir sind bei 21 Minuten 38. Gucken wir mal, dass wir das neu geladen kriegen. Ganz schön laut. Boah, das ist, glaube ich, schwer. After.
supporting cast, and you play whatever you want. You do your thing. I'm just gonna kind of comp you. I'm gonna stay out of the way. Here we go. Sehr, sehr geil. Funk Workout.
Super, gut, dass ich das noch zu Ende gemacht habe. Da waren ja doch noch einige Einsichten am Schluss. Erstmal, die Figuren waren natürlich teilweise ein bisschen kompliziert. Gerade diese... Wie? Keine Ahnung, wie das ging. Aber... Ich glaube, der so einen hat er gemacht. Hätte ich mich jetzt so gar nicht getraut, weil ich denken würde, wenn ich das einfach so verschiebe... Das passt doch gar nicht eigentlich zu meinem Grundton. Aber irgendwie passt es doch, weil es ja auch irgendwie einfach ein Klang ist, ne? Und auch viel, viel rhythmisch wahrgenommen wird. Und anscheinend ist echt vieles möglich. Man muss gar nicht so genau darauf achten, na, welche Option ist das jetzt genau von dem Akkord. Ist natürlich gut, wenn man das auch noch tut, sodass man sich auch der potenziellen Reibung mit dem harmonischen Sonstigen, was da so abgeht in der Musik, bewusst ist. Aber naja, man kann durchaus schon mal auch was ausprobieren. Und das hat er am Ende auch gemacht, was ich ultra, ultra sympathisch finde. Ich mag den Typen total. Er hat jetzt nicht viel gemacht, aber die Kommentare, die er gebracht hat, da muss ich echt sagen, jo, krasser Typ. Erstmal, er spielt gut und kriegt dadurch auch seine volle Glaubwürdigkeit. Und wenn er sich jetzt mal verspielt, macht ihn das einfach nur sympathischer. Und am Ende sagt er dann auch, als er irgendwas ausprobiert hat, I don't know what that was, I was trying to do something else. Und ja, wenn du herausfinden willst, ob es passt oder nicht, mach es einfach, probier es aus. Und das Wichtigste bei der Performance ist, wenn man sich komplett verspielt, dass man einfach so tut, als wäre es Absicht gewesen. Auf jeden Fall. Das kann ich so nur unterschreiben. Sehr, sehr cooler Typ. Muss ich mir mal mehr von angucken, von dem. Aber ich fand es schon ein bisschen schade, dass wir hier nicht noch mehr drüber gemacht haben. Warte mal. Ich kann den einfach noch nicht richtig greifen hier. Sascha ist da ja auch ein richtiger Pro drin in so Rhythmusgitarre, in so funkiger Begleitung. Aber das fand ich zum Beispiel auch cool. Man begleitet hier was. Und kann dann... Na komm. Man kann dann noch so leichte Blues-Licks da einbauen. Weil das alles direkt in der Nähe ist und irgendwie alles super wunderbar passt. Wenn man die Pentatonik schon mal gespielt hat, wird man einfach hier viele Bewegungsabläufe wiederfinden, die man aus seinen Skalenübungen kennt. Von daher, sehr, sehr coole Aktion. Ja, bin ich froh, dass ich das mal gemacht habe, dieses 30-Minuten-Workout. Wenn auch nicht in einem Stück, hätte ich eigentlich mal machen müssen. Aber wer weiß, vielleicht mache ich das später nochmal. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt, die Gitarre beiseite zu nehmen, weil wir haben ja nur noch einen Kommentar. Moritz Schmidt ist der Glückliche in diesem Fall. Ich lese mal vor und sage dann nachher, warum ich den ausgesucht habe. Also, wenn sich das terminlich tatsächlich, wenn das terminlich so ausgeht, würde ich auf jeden Fall zum Soundvlog-Finale kommen. Bin da sowieso in meiner fränkischen Heimat und da sind es auch nur noch gute 4 Stunden zu fahren. Ganz ehrlich, 4 Stunden, ja, 4 Stunden würde ich euch zumuten für das Event. Oh je, ich muss da langsam echt mal anfangen zu planen. Wie gesagt, ich habe ja Oberhausen vorgeschlagen schon mal, so einfach mal so ganz nur rein hypothetisch. Zur Entscheidungsfindung, so, und da geht es um meinen kleinen Diskussionseinstieg. Kann ich nur sagen, man kann zwar alles tot debattieren, aber wenn schnell eine Entscheidung getroffen werden muss, will nie jemand Verantwortung dafür übernehmen. Ich kannte das ja jetzt nur von den Sportveranstaltungen, die ich organisiere. Da muss man einfach mal das Zepter in die Hand nehmen und die Entscheidungen treffen auf die Gefahr hin, dass hinterher jeder sagt, dass man das doch hätte anders machen können. Okay, also, ne, ihr wisst,
das Thema beschäftigt mich in den letzten Tagen schon so ein bisschen, habe ich ja auch schon immer mal wieder so ein bisschen drüber gesprochen. Mir ist das jetzt nochmal auch im Zuge der Mahnwachen irgendwie nochmal klar geworden. Diese Montagsdemonstrationen, die ja regelmäßig überall laufen und auch in Berlin unheimlichen Andrang finden. Ich hoffe noch finden. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll eigentlich, dass sich die Leute so engagieren. Und Lars Merholz ist ja der Initiator des Ganzen, auch ein ganz sympathischer Kerl, der aber ja auch sowas sagt wie, Herr, ich möchte für Frieden demonstrieren. Und ich habe ein Interview von ihm mit Ken Jebsen gesehen. Ken Jebsen wurde ja auch mal kritisiert von Holger in seinem im Netzprediger. Ich glaube, das gibt es auch online auf YouTube zu sehen mittlerweile, oder? Noch nicht, aber kommt noch, glaube ich. Hat sich damit eine große Shitstorm-Welle eingefangen, der Holger, weil es viele Ken Jebsen-Fans gibt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch eher für Ken Jebsen als gegen ihn. Also ich fand auch zumindest die Argumente von Holger nicht ganz so überzeugend, nur weil Ken Jebsen so tut, als würden alle Journalisten schlechte Arbeit machen und dass es da keine guten gäbe. Das reicht für mich nicht, um Ken Jebsen jetzt abzutun oder so. Nee, ich finde seine Arbeit sehr beachtlich. Was er sich nur abgewöhnen sollte, ist dieses künstliche Lachen. Manchmal lacht er so komisch, wo man sich, also manchmal lacht er auch echt und authentisch, aber es gibt manche Szenen, wo ich denke, ach, musste das jetzt sein? Musstest du dir da jetzt dieses Lachen aufsetzen? Aber ansonsten jemand, der sich natürlich gut auch präsentieren kann vor Publikum, aber weiß ich nicht, auch inhaltlich durchaus jemand, der einfach auch mal das Zepter in die Hand nimmt. Er sagt zwar selber, er will eigentlich nicht die Führungsrolle übernehmen, wie das natürlich alle tun, und auch deswegen hole ich jetzt soweit aus. Ich komme jetzt mal wieder zum Thema. Auch dieser Lars Merholz sagt auch nichts weiter als, er möchte eine Debatte anregen. Er möchte, dass darüber diskutiert wird und er möchte für den Frieden protestieren und er möchte Frieden auf der Welt haben. In diesem Interview sagt er, ja, wenn wir jetzt was besprechen, dann geht es immer so, dass ich dich überzeugen will von meiner Meinung und du willst mich überzeugen von deiner Meinung. Und schon führen wir Krieg gegeneinander. Ja, und was ich will, ist, dass man sich den einen anhört, den anderen anhört und dass man sagt, okay, sind beides Standpunkte, die respektieren wir. Und das ist der Ausgangspunkt von allem. Was meint er damit? Weil, ganz ehrlich, wenn wir so sind, dann bewundern alle den Facettenreichtum eines jeden Themas und denken sich, boah, noch ein Standpunkt, Wahnsinn, ja, cool. Ah, du hast so eine Meinung, Wahnsinn. Ich habe übrigens die Meinung. Boah, geil, wir sind bei 1000 Meinungen. Wer macht die 1000 erste Meinung? Und bringt das irgendwas? Oder geht es ihm einfach nur darum, überhaupt erstmal den Respekt vor anderen Standpunkten zu haben und trotzdem halt zu gucken, dass man letztendlich irgendwie entweder einen Kompromiss findet oder dass man sich einig wird und letztendlich doch eine Entscheidung fällt. Weil dieses Entscheidungsfällen, das muss doch irgendwann her. Sonst ist das doch, gibt es doch nichts Lähmenderes, als jeder hört sich jede Meinung an und respektiert das und alle feiern, wie respektvoll sie miteinander umgehen. Bin mir nicht so sicher, ob das reicht. Was fällt mir noch dazu ein? Bin mir nicht so sicher, ob das reicht. Gegenseitig respektieren. Überzeugungsarbeit. Wollte ich nicht noch was dazu sagen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde es das Gleiche nochmal anders formulieren und deswegen rede ich gerade auf dem Schlauch. Ich nehme die Gitarre mal wieder in die Hand. Vielleicht fällt mir noch mehr dazu ein. Vielleicht aber auch euch. Vielleicht könnt ihr auch zu den Mahnwachen vielleicht nochmal was schreiben, ob ihr da schon mal drauf wart, ob ihr schon mal eine Mahnwache besucht habt. Ich noch nie, aber ich würde es echt gerne mal machen. Und finde auch, dass so einer wie Ken Jebsen nicht unbedingt zu den Verschwörungstheoretikern zählt. Also ich habe mir einiges angeguckt. Vielleicht lullt er mich dann auch so ein, wie das Holger auch, wo Holger vorwarnt sozusagen. Lasst euch nicht einlullen von solchen Leuten. Er setzt Ken Jebsen ja auch ein bisschen auf eine Ebene mit, wie hieß der andere, Pop? Heinrich Pop? Und Jörg Elsässer oder wie der heißt. Das sind für mich Schatten. Die nehme ich nicht so richtig ernst, ich weiß nicht.
Nee, die kann ich nicht ernst nehmen. Schon, also Heinrich Popp, habe ich mir ein Video von angeguckt, wo es dann schon so losging. Ja, danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sie führen ja in Russland im Augenblick wichtige Gespräche mit Politikdiplomaten. Danke, dass Sie sich für uns hinsetzen. Boah. Ja, der hat da natürlich seinen eigenen Kameramann hingebracht und haben sich da extra für diese Videoaufzeichnung irgendwie wohin gesetzt. Wer das glaubt, der wird wirklich selig. Naja, wie dem auch sei, auch eure Meinung zu Ken Jebsen würde mich sogar auch mal ein bisschen interessieren. Ich muss echt sagen, unterm Strich jemand, der seine Meinung gut formuliert, und eigentlich würde ich mir fast mehr von solchen Leuten wünschen. Solche Leute, ich mag diese Formulierung nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Die einfach zu ihrer Meinung stehen. Und was er ja mittlerweile auch macht, ist, dass er nicht alleine Reden hält, sondern dass er mit einem Kollegen die hält. Die kennen sich natürlich gut, verstehen sich auch irgendwo, sind irgendwo auf einer Wellenlänge, aber wenigstens kommt es da auch hin und wieder mal zu Meinungsunstimmigkeiten, wo man dann eben auch merkt, okay, man muss jetzt nicht alles genau so machen, wie Ken Jebsen das sagt, aber so unterm Strich oder von der Tendenz her ist das sicherlich, würde ich jetzt mal sagen, eine ganz wichtige Arbeit. Dieses Wachrütteln, also die Leute kommen nicht auf diese Montagsdemos, um ein Autogramm oder ein Foto mit Ken Jebsen zu machen oder sich über den lustig zu machen, das reicht nicht. Und es sind auch, ich glaube auch nicht, dass die Mahnwachen irgendwie rechts unterwandert sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat mich übrigens sehr überrascht, dass in der Berichterstattung ganz, ganz schnell so dieses rechte Lager so ausgepackt wird. Selbst wenn da so ein paar NPDler sind, da werden auch Leute von allen anderen Parteien anwesend sein. Und irgendwie habe ich den Eindruck, kriegt man, wenn man so über diese rechte Schiene argumentiert, kriegt man immer die Sympathien der Massen auf seine Seite. Da merkt man einfach, wie lange wir das noch nicht verdaut haben, den Umgang mit Rechtsextremität. Linksextremität scheint viel weniger bedrohlich, aber dürfte eigentlich nicht so sein, wenn ihr mich fragt. Wie ist das in Österreich? Da ist doch die rechte Szene auch gar nicht mal so unterrepräsentiert, oder? Also ich habe, als ich mal in Österreich war, schon ziemlich zweifelhafte Wahlplakate da gesehen. Und da ich ja so ein paar österreichische Zuschauer habe, vielleicht könnt ihr da mal interessante Impulse zu liefern. Also das zum heutigen Thema. Jetzt wollen wir aber natürlich noch mal ein bisschen Gitarre spielen. Sollen wir ein bisschen Technik machen? Technik wäre, glaube ich, noch mal ganz gut. Lass uns noch mal ein bisschen Skalen abwärts vor allem üben, aber erstmal aufwärts. Ich habe übrigens dem Typen mit 15 Minuten Gitarrenworkout noch eine Chance gegeben und habe mir die zweite Woche angeguckt von dem. In der ersten Woche hieß es ja Fingerübung, Dur-Tonleiter spielen. Und dreimal dürft ihr raten, was in der zweiten Woche drankommt. Die Moll-Tonleiter. Soll man eine Woche lang einfach nur spielen. Und dann gab es ja diese zweite Rubrik. Telefon. Zweite Rubrik Theorie, und dort, Augenblick mal kurz, Mann, ist das ein Stress hier. Ich komme nicht mehr zur Ruhe. Ich habe einfach zu viel um die Ohren. Schlimm ist das. Okay, erstmal wieder Gedanken kriegen. So, jetzt. Ach so, genau, jetzt weiß ich es wieder. Dann die zweite Rubrik war ja Theorie. Und in der ersten Woche musste man sicher alle chromatischen Schritte der E-Saite einprägen. Jetzt, in der zweiten Woche, alle chromatischen Schritte der A-Saite. Boah, wie bescheuert sind diese Übeansätze. Vor allem 5 Minuten soll man auf dieses Bild starren. Einen schlimmeren Tipp kann ich mir nicht vorstellen.
Okay, machen wir mal die Molltonleiter. Nee, wir wollten eigentlich nochmal abwärts Dur üben. Allerdings, die Gehörbildungssachen fand ich eigentlich ganz cool von dem Typen. Und spielte er Saiten vor und man musste die dann treffen. Mit möglichst wenig Versuchen. Besser. Gerate, weil das für die Finger so anstrengend ist oder weil ich mich so stark konzentrieren muss oder weil ich einfach schon länger jetzt hier im Licht sitze. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass es mal abwärts so gut klappt wie aufwärts. Da muss ich noch lange für üben. Wahnsinn. Das dauert leider noch sehr lange. Krass, oder? Das ist doch schon nicht schlecht. Ich versuche mir ja quasi immer einen Lick daraus abzuleiten, indem ich nur einen Ausschnitt, einen Teil davon spiele. 1, 2, 3, 4. Also auf 3 und muss ich anfangen, kann das sein? 1, 2, 3. Ja, nochmal. 2 und 3 und 4 und 1 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 3. Das würde ich hier gerne nochmal anwenden. In irgendeiner Musik. Wäre natürlich schön, wenn die den Grundton irgendwo hier hätte, ne, schön in der Mitte vom Griffbrett. Schauen wir mal, ob ich einen Backing-Track finde, wo ich vielleicht mal diese Skala... Es müsste ein sehr, sehr langsamer Backing-Track, der auch so ein bisschen funky angehaucht ist, sein. Gitarre, Backing-Track, funky, slow. Versuchen wir mal. Gucken, was da kommt. Slow Funk Guitar Backing Track. C, ja, C gefällt mir jetzt nicht so sehr. Da haben wir noch B-Dur. Das könnte doch was sein. Ist natürlich jetzt Moll wahrscheinlich, ne? Ja, könnte klappen. Schauen wir mal. Kriegen wir das laut? Das ist immer so nervig an YouTube, dass die Lautstärken so unglaublich verschieden sind bei den Videos. Eins, zwei, drei. Oh, ist doch viel zu schnell. Eins, zwei, drei. Wahnsinn.
Zeigefinger klappt schon mal. Oder auch nicht. Gar nicht so langsam. Piano laut ist. Nicht so richtig, ne? Ja, okay, was sagt ihr? Sagt Bescheid, wenn es die Comments gibt. So, ja, die Comments gibt es dann wieder morgen, ist aber nochmal ein gutes Stichwort als Impuls für euch. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare, weil es ist ja auch bald der 300. Soundvlog und ihr könnt mir natürlich Fragen stellen oder auch Sascha Fragen stellen. Ob wir die dann bewusst vorlesen, weiß ich nicht, weil wir nicht viel Zeit haben. Ich will auf jeden Fall viel mit ihm diesmal Praxis machen, also nicht so viel theoretisch drumrum labern und irgendwie philosophieren, ja, welche Parallelen man zu anderen Instrumenten ziehen kann oder zu Orchestern oder was Klassik ist und was Pop ist oder was auch immer. Nein, wir wollen spielen, ich will auch solieren, ich will mehr Tricks beim Solospielen haben und deswegen denke ich mal, werden wir da relativ busy mit sein. Ja, damit verabschiede ich mich, immerhin 39 Minuten, 54% Mobar, könnte mehr sein, aber ich bin zufrieden mit dieser Bilanz. Macht's gut, bis morgen, tschüss.